von Asch bis Zips. Der Osten für die Ohren. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. 13. Folge: Die Tschechen sind meine Landsleute. Wolftraut de Concinis nordböhmische Wanderungen. Eine Episode aus dem Zyklus Heimaten von Renate Zöller im Gespräch mit Wolftraut de Concini. Moderation: Renate Zöller und Vera Schneider. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts von Asch bis Zips. Mein Name ist Vera Schneider und ich freue mich, Ihnen heute die Fortsetzung unseres Heimatenzyklus präsentieren zu können. Sie werden gleich zwei Preisträgerinnen im Gespräch erleben. Renate Zöller, die Autorin des Heimatenzykluses und Redakteurin unserer Zeitschrift Kulturkorrespondenz Östliches Europa, hat 2021 den Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis gewonnen. Ihre Interviewpartnerin, Wolftraut de Concini, wird im Mai mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis 2024 für Literatur und Publizistik ausgezeichnet. Wir freuen uns mit ihr und gratulieren schon jetzt ganz herzlich. Das ist bereits die vierte Folge aus dem Zyklus Heimaten, aber zum ersten Mal ist Renate Zöller nicht online dabei, sondern live und in Farbe. Direkt neben mir, hier in unserem kleinen Büro-Podcast-Studio. Hallo Renate. Hallo. Hintergrund. Ja, im Zentrum der heutigen Folge unseres Zyklus stehen die Heimaten der Wolftraut de Concini. Vielleicht haben Sie diesen doch sehr einprägsamen Namen schon mal gehört, wenn Sie schon länger mit dem Kulturforum in Verbindung sind. Wolftraut de Concini war nämlich Stadtschreiberin der europäischen Kulturhauptstadt Pilsen 2015. Und im Zusammenhang damit begann auch unsere Kooperation mit dem Babelsberger Filmgymnasium. Sie war nämlich Protagonistin des ersten Stadtschreiberinnenfilms, den Sie auch auf YouTube sehen können. Ihre YouTube-Karriere bei uns auf dem YouTube-Kanal steuerte dann gleich ihrem Höhepunkt zu. Im selben Jahr, nämlich 2015, entstand ein zweiter Film, der heißt Grenzgänge, eine sudetendeutsche Spurensuche. Und der hat inzwischen, sage und schreibe, 45.500 Aufrufe. Also für manche Influencer wäre das ein Witz, aber für so einen kleinen, hübschen Nischenkanal, wie wir ihn haben, ist das wirklich ein ganz schöner Erfolg. Sicherlich auch ein Erfolg der Produzenten. Das war damals die italienische Media Art. Der Kameramann dieses Films, Agostino Fuscaldo, ist mit Wolftraut de Concini in Kontakt geblieben und hat dann in unserem Auftrag noch einen dritten Film mit ihr realisiert. Und zwar schon im Jahr 2020. Der heißt Pilsen, Clara und ich, Wolftraut de Concini auf den Spuren einer böhmischen Jüdin. Und da stellt sie ihr Buch Claras Schuhe vor. Und man kann auch sehr viel von ihrer dritten Heimat sehen, um die es gleich auch noch gehen wird. Als wir Wolftraut de Concini kennengelernt haben und so viel mit ihr zusammengearbeitet haben, war Renate Zöller noch nicht bei uns. Und trotzdem, Renate, als du gekommen bist, hast du Wolftraut de Concini gleich so ein bisschen angepeilt für den Heimaten-Podcast. Wie kam das? Ich bin 2021 gebeten worden, eine Veranstaltung zu moderieren mit Wolftraut de Concini und mit einem jungen tschechischen Autor, Vladislav Maniak, über Heimaten. Und da habe ich sie eigentlich kennengelernt. Wir hatten ein langes Vorgespräch, dann auch telefonisch geführt. Wolftraut de Concini wohnt ja nicht in Deutschland. Da kommen wir auch noch mal vielleicht drauf zurück. Deshalb habe ich mit ihr ein langes Telefongespräch vorher geführt. Und es war dann eigentlich sehr schnell für mich klar, dass sie aus ganz vielen verschiedenen Gründen spannend ist. In der Veranstaltung sind mir eigentlich zwei Dinge vor allen Dingen aufgefallen. Ich fand es wunderschön, diese Verbindung zwischen einer älteren Dame, die die Vertreibung erlebt hat und Tschechien trotzdem als Heimat sieht, und einem jungen Tschechen, der es zulassen kann und es auch sehr schön fand, eben mit dieser Vertriebenen in Kontakt zu stehen. Also das Dreiergespräch zwischen uns war sehr, sehr schön, weil es so geprägt war von einem unglaublichen Wohlwollen. Ja, und dieses Wohlwollen ist eigentlich etwas, was, glaube ich, jeder, der mit Frau de Concini zu tun hat, immer sehr schnell fühlt. Und das prägt, glaube ich, auch ihre Sicht auf Tschechien. Das hat mir besonders gut gefallen,
wenn Leute über Heimat reden, dann denken sie sehr oft an die Landschaften oder an das gute Essen dort, was man früher hatte, oder an Dinge, die eigentlich nicht mit der aktuellen Situation verbunden sind. Frau de Concini hat sehr deutlich gesagt, dass sie die Tschechen als ihre Landsleute ansieht. Und so ist sie offenbar auch von den Tschechen wahrgenommen worden, als sie dort gereist ist. Das hat mich sehr fasziniert, weil das tatsächlich jetzt spielt und nicht nur eine Erinnerung ist, sondern sie liebt das Tschechien, wie es jetzt ist. Ja, nun ist ja schon allein der Name ganz spannend, Wolftraut de Concini. Kann es sein, dass sie außer der deutschen und der tschechischen noch eine weitere Heimat hat? Ja, Frau de Concini hieß ursprünglich Frau Schreiber, aber sie hat schon als junges Mädchen sich für Italien interessiert und ist dann auch sehr früh dort schon als Schülerin, glaube ich, das erste Mal sogar in Italien gewesen und hat später einen Italiener, den Herrn de Concini, geheiratet, daher der Name. Und ich glaube, dass man schon sagen kann, dass sie in ihre alte Heimat nicht zurück konnte nach Tschechien, aber sie hat auch offenbar in Deutschland keine Heimat gefunden. Also sie hat im Grunde, wenn ich das aus ihren Erzählungen richtig verstehe, erst wieder Heimat in Italien gefunden, im Trentino, in einer sehr schönen Landschaft, wo sie jetzt sich heimisch fühlt. Trentino, sagst du, das ist ganz schön weit weg. Ich schätze mal, das war jetzt nicht irgendwie eine Dienstreise von dir. Leider nein. Trotzdem haben wir ein Interview mit ihr im Kasten. Wie habt ihr das damals gemacht? Ja, ich hätte sehr gerne eine Dienstreise gemacht, aber wir haben es anders lösen können. Unsere Kollegin Tanja Krombach hat auch privat immer Kontakt gehalten mit Frau de Concini. Und immer, wenn sie in der Region ist, in Trentino zum Wandern unterwegs ist, trifft sie Frau de Concini. Und dann war es ein leichtes, dass Frau Krombach das Mikrofon mitgenommen hat und wir dann über Zoom das Gespräch gemacht haben. Das hört man auch ein wenig, weil ich sitze im Hürt in meinem Häuschen und sehe beide nur über die Kamera. Und die beiden sind vor Ort in Trentino und haben dort das Gespräch aufgenommen. Und wir haben es dann nachher zusammengeschnitten. Ja, Frau Krombach ist ja auch unsere Tschechien-Referentin. Und sie hat tatsächlich damals Frau de Concini als Stadtschreiberin auch unter den Fittichen gehabt, ne, als sie in Pilsen war. Daher kennen die beiden sich so gut. Aber Hürth ist doch auch nicht in Köln. Also hast du auch mehrere Heimaten? Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich habe viele Heimaten. Ah, okay. Dann machen wir mal eine eigene Folge draus. Genau. Gut, ich würde sagen, dann steigen wir ein in euer Gespräch und wünschen viel Freude und Vergnügen beim Zuhören. Viel Spaß. Thema. Frau de Concini, ich habe gedacht, Leute definieren Heimat immer sehr unterschiedlich für sich. Ein Mann hat mir mal erzählt, dass wenn er in bestimmte Landschaften kommt, dass er dann an Heimat denkt. Dann gibt es Leute, die das bei Gerüchen haben. Was ist das, wo Sie sagen würden, da fühle ich am meisten Heimat? Also wie definieren Sie für sich Heimat? Ja, das ist nicht so leicht, eine Antwort zu finden. Es gibt vielerlei Gelegenheiten, sagen wir, vielerlei Situationen oder vielerlei. Es gibt mehrere Situationen, wo ich das Gefühl habe, Heimat zu fühlen. Das Gefühl habe, Heimat zu fühlen, schön. Das ist einmal, wenn ich in Italien Tschechen begegne. Da habe ich schon immer eine eigenartige Reaktion gehabt, obwohl ich die Leute nicht kenne. Aber sobald ich in Italien ein tschechisches Auto sah, habe ich versucht, mit denen Kontakt, irgendwie auf eine Weise Kontakt aufzunehmen, obwohl ich nicht tschechisch kann oder nicht ausreichend tschechisch kann. Aber irgendwie habe ich denen verständlich gemacht, dass ich ja von dort stamme, wo sie herkommen. Und das ist für mich auch ein Gefühl der Heimat. Denn während ich das mache, fühle ich mich fast umarmt von diesen Leuten, auch wenn es nicht faktisch nicht geschieht, aber ich fühle mich da umarmt. Dann natürlich, wenn ich irgendwo im Fernsehen die böhmische Landschaft sehe, ob es aus Nordböhmen ist oder aus Südböhmen oder aus welcher Gegend auch immer, es muss nicht unbedingt Trautuna sein, die Stadt, in der ich geboren bin, da habe ich auch das Gefühl, Heimat vor mir zu haben. Und dann eine andere Situation, die mag lächerlich sein, aber wenn ich im Fernsehen
Fußballspiele sehe auf internationaler Ebene. Und wenn da zum Beispiel, was weiß ich, Italien gegen Frankreich spielt, naja, das ist klar, dann halte ich zu Italien. Wenn Deutschland gegen England spielt, halte ich wohl zu Deutschland, denn ich bin schließlich in Deutschland aufgewachsen. Aber wenn irgendwo Tschechien im Spiele ist, auch bei den Tennis-Weltmeisterschaften oder bei den Tennismeisterschaften, wo vor allen Dingen die Tschechinnen ja ganz groß herauskommen, das ist für mich auch ein Grund, mich stolz zu fühlen. Und ich sehe die Leute eben als meine Landsleute an. Sie leben schon so lange in Italien. Eigentlich würde man erwarten oder würde man denken, dass das überwiegen müsste im Laufe der Jahre. Aber es fühlt sich ein bisschen eher für mich so an, dass Italien dann zu Hause ist und Tschechien Heimat, kann man das sagen? Ja, könnte man sagen, glaube ich. Also ich bin in Böhmen geboren im Jahr 1940. Dann im Jahr 1945 haben wir unsere Heimat verlassen müssen. Es waren dann ein Jahr in Schlesien, also im heutigen Polen. Und dann bin ich bis zu meinem 20. Lebensjahr, also bis zum Abschluss der Oberschule in Norddeutschland aufgewachsen. Und dann nach einem abgebrochenen Studium bin ich im Jahr 1964 nach Italien gekommen. Und seitdem lebe ich in Italien. Und dann vor 10 Jahren, so vor gut 10 Jahren, ich war zwischendurch auch schon mal ganz kurz von Wien aus nach Tschechien hineingefahren, aber es waren wirklich nur Stippvisiten. Und vor 10 Jahren hat mich ein bekannter Trentiner gefragt, ob ich Lust hätte, Fotos in Tschechien zu machen. Und ich habe da ein bisschen überlegt, sage ich, naja, und wir haben dann darüber gesprochen. Es ging darum, dass ich in einer Heilanstalt Fotos von den Gebäuden machte. Natürlich nicht von den Leuten, sondern von den Gebäuden. Also das war eigentlich das erste Mal nach unserer Vertreibung, dass ich für längere Zeit mit dem Land direkt konfrontiert wurde. Ich bin also nach Kosmonosi gefahren, wo diese Heilanstalt war. Und da hatte ich das große Glück, einen Arzt von dieser Klinik kennenzulernen, der sich sehr für Geschichte interessierte. Und im Gespräch mit ihm eigentlich ist mir dann bewusst geworden, ja, im Grunde, das ist ja meine Heimat. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, sagt, da haben Sie noch nie überlegt, Ihrer Geschichte, auch der Familiengeschichte näher nachzugehen. All diese Sachen, mit denen ich mich bis damals eigentlich nicht weiter beschäftigt hatte. Und so habe ich angefangen, mich etwas intensiver mit Tschechien, mit der deutsch-böhmischen Geschichte zu beschäftigen. Ich habe dann ein Buch geschrieben über meinen Aufenthalt damals in Böhmen, sagen wir mal. Aber lassen Sie uns noch kurz bei diesem ersten Besuch bleiben. War das überraschend für Sie oder war das eher so dieses Gefühl, ja klar, eigentlich wusste ich das immer und jetzt ist es mir nur wieder bewusst geworden? Oder war Tschechien komplett aus dem Fokus raus? Unterschwellig war Tschechien sicher immer schon da. Also es war nicht eine wirkliche Überraschung, denn sonst hätte ich nicht immer versucht, mit Tschechen irgendwo auf der Straße, auf der Autobahn, wo immer auf den Parkplätzen mit Tschechen in Kontakt zu kommen. Aber nicht bewusst. Und das ist mir bewusst geworden während dieses, es waren 2-3 Wochen Aufenthalt da in Kosmonosi, eben Bunzlau, glaube ich, heißt es. Auch weil dieser Arzt mich aufmerksam gemacht hat, dass ich mich mit der Familiengeschichte ein bisschen auseinandersetzen sollte, was ich bis dahin eigentlich nicht getan hatte. Wie hat denn Ihre Familie selber das betrachtet? Also ist Ihnen von zu Hause mitgegeben worden, das ist ein tolles Land und dahin wollen wir vielleicht irgendwann mal zurückkehren, uns das anschauen oder haben die damit gebrochen und gesagt, das ist vorbei? Nein, also im Zuhause wurde über die Vertreibung überhaupt nicht gesprochen. Über die
sagen wir, über die Heimat, über die Region, aus der wir kamen, hin und wieder einmal, wenn andere, wenn wir Besuch hatten am Sonntag vor allen Dingen, und da kamen oft schlesische Familien von der anderen Seite vom Riesengebirge. Nicht? Und da habe ich dann, da wurde dann gesungen, natürlich das Riesengebirgslied und andere Lieder mit großer Wehmut, oft auch mit Tränen in den Augen. Und das hat mich eigentlich damals schon sehr berührt, dass die Erwachsenen sich so rührten, wenn über ihre Heimat gesprochen wurde. Aber das, damit war es eigentlich genug. Also Sie haben das selber nicht gefühlt dann als Kind? Im Gegenteil, ich habe dann die Schule besucht in Norddeutschland und dann bis zum Abitur. Und dann war ich kurz, ein knappes Jahr in Italien als Au-pair-Mädchen, weil ich einfach schon immer diese Tendenz nach Italien hatte. Dann bin ich zur Zeitung gegangen als Journalistin, als Volontärin und dann als Redakteurin. Und in Nürnberg, und da war in einem Jahr offensichtlich ein sudetendeutsches Treffen oder so etwas. Und da hat der Chefredakteur gesagt, Fräulein Schreiber, möchten Sie sich nicht mit den Leuten treffen, mit diesen jungen Leuten treffen? Ich habe mich mit ihnen getroffen, aber ich hatte nichts zu sagen mit ihnen. Also wir hatten nichts Gemeinsames. Diese jungen Leute waren offensichtlich in Familien aufgewachsen, die schon immer das Gefühl für die Heimat gepflegt hatten, was in meiner Familie eben nicht geschehen war. Eigentlich teilen Sie die Geschichte mit den Sudetendeutschen. Gleichzeitig höre ich immer wieder raus, dass Sie sich eigentlich zu Hause fühlen mit den Tschechen. Da ist ja eigentlich ein Bruch irgendwo auch ein bisschen, oder? Eine sehr heikle Frage. Es kommt darauf an. Ich glaube, das geht da um persönliche Kontakte. Ich kann mich mit Sudetendeutschen, ich treffe ja sehr wenige Sudetendeutsche hier. Ich weiß nur, vor einigen Jahren habe ich hier in meiner Umgebung eine Frau getroffen, wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und es kam heraus, dass sie auch eine Sudetendeutsche war, dass sie genau mein Alter hatte und dass sie die gleiche Erinnerung von der Vertreibung hatte wie ich, nämlich, dass es für uns Kinder keine Tragödie war, so sagen wir, keinen Hunger leiden mussten oder keine Kälte leiden mussten oder irgendwas anderes. Also wenn man 4, 5 Jahre alt ist, merkt man solche Sachen ja oft meistens gar nicht. Und auch für sie war diese ganze Vertreibung ein Abenteuer gewesen. Ein Sprung in eine neue Welt, sicher, denn wir kannten diese Welt natürlich nicht. Aber ein Abenteuer und im Grunde ein schönes Abenteuer, das uns wahrscheinlich auch bereichert hat. Denn manchmal werde ich hier in Italien noch gefragt, ja, wie war denn das bei der Vertreibung, vor allen Dingen in Bezug auf heutige Flüchtlingssituationen. Naja, sage ich, es war sicher, für meine Eltern war es sicher eine Tragik. Aber die haben mich so beschützt. Auch meine Schwester, die war 10 Jahre älter als ich. Meine zwei Brüder waren schon, einer war schon in Stalingrad gefallen, der andere war im Krieg. Und darum, dass wir Kinder das gar nicht gemerkt haben, was da um uns herum vorging. Ich bin fast als Einzelkind aufgewachsen, weil meine Schwester eben 10 Jahre älter war als ich. Und auf einmal in den Flüchtlingslagern auch, auf einmal waren da 10, 20, 30 Kinder um mich herum. Und das war neu für mich und war wunderschön endlich. Denn wir haben die Tragik nicht gesehen und nicht wir Kinder. Wenn ich vielleicht 10 Jahre alt gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich das vielleicht anders gesehen. Und dann muss ich auch sagen, als wir in Niedersachsen in einem Dorf angekommen sind, am Anfang waren die Leute sehr skeptisch uns gegenüber, glaube ich. Das hab ich auch wieder nicht mitbekommen. Aber das haben meine Eltern mitbekommen. Ja, und dann haben wir dann ein Ehepaar kennengelernt, die eine Tochter verloren hatten, mehr oder weniger in meinem Alter. Und da ging es dann gut. Es waren Bauern. Die haben sich dann sehr um mich gekümmert, weil sie wahrscheinlich in mir ihre Tochter sahen.
Und während wir vorher sicher, auch muss ich wieder sagen, nicht ich, aber meine Familie, meine Eltern, Hunger gelitten hatten, was ich nicht gespürt habe. Ich weiß nicht, bis heute nicht, was Hunger ist. Glücklicherweise nicht. Und die haben, nachdem wir dieses Ehepaar kennengelernt hatten, hatten auch meine Eltern keine Probleme mehr. Die hatten einen eigenen Garten und dann konnten wir alle 2-3 Tage hinuntergehen, uns in dem Garten holen, was wir wollten. Und da fühlten wir uns dann aufgenommen. Haben Sie sich zu Hause fühlen können? In Schaumburg hieß es, glaube ich, ne? Schaumburg-Lippe? Ja, ich glaube schon. Anfangs hatte mein Vater Schwierigkeiten mit der Wiederaufnahme vom Beruf aus politischen Gründen. Ihr Vater war Nationalsozialist? Ja, vielleicht notgedrungen. Ich möchte mich da weder positiv noch negativ äußern. Er war Lehrer, er war Hauptlehrer in diesem Dorf. Wenn er nicht der NSDAP beigetreten wäre, hätte er wahrscheinlich seine Stelle verloren. Er ist dann wieder Lehrer geworden und nach und nach lernte man dann immer mehr Leute aus der Umgebung kennen. Es war ein Dorf, es waren Bauernkinder, ich war bei denen oft zu Hause am Nachmittag. Das hat sich dann mit der Zeit alles relativ schnell gegeben, zumindest für uns Kinder. Würden Sie sagen, dass das auch eine Heimat geworden ist? Würden Sie sagen, dass es da mehrere Heimaten dann einfach gab? Nein, es war keine Heimat für mich. Es war ein Ort, in dem ich gelebt habe. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich kein Gefühl der Heimat. Obwohl ich da Schulfreundinnen hatte und Freundinnen auch fürs Leben. 1, 2 sind geblieben. Aber ich hätte denn nach einer Heimat, müsste man ja eigentlich auch Nostalgie haben. Und die habe ich nicht nach dieser Gegend. Neugier, ja, ich würde gerne mal hinauffahren und anschauen, was aus diesem kleinen Dorf oder aus der Stadt geworden ist. Aber mehr nicht. Und Italien? Italien schon. Also Italien, ich habe in der Schule schon angefangen, Italienisch zu lernen. Für mich selber. Ich war 15 oder 16, ich habe mir ein Buch gekauft zum Italienisch lernen. Also es war es irgendwie vorbestimmt schon, dass ich nach Italien kommen würde. Und dann habe ich dann meinen damaligen Mann kennengelernt, De Concini, und bin dann im Jahr 64 nach Italien gekommen, wo ich mich relativ schnell eingelebt habe. Hier fühle ich mich sehr heimisch. Also ich würde halt gerne verstehen, ab wann Sie sagen würden, etwas ist Heimat und wo es irgendwie immer noch vielleicht, also ich unterscheide im Kopf immer so zwischen Zuhause und Heimat. Ein Gefühl der Sicherheit und auch der Zugehörigkeit. Denn da haben sich die Tschechen gewundert, als ich damals als Stadtschreiberin in Pilsen war. Und haben mich etliche interviewt im Radio und Zeitungen und so. Und da war einmal ein großer Titel in einer Pilsener Tageszeitung, wo es mehr oder weniger hieß, eine Ausgewiesene sagt, das ist meine Heimat. Und wenn die das so als großen Titel gesetzt haben, das heißt, dass sie sich sehr gewundert haben darüber, dass ich dieses Land, das mich nicht hatte wollen, trotzdem als Heimat ansehe. Sie haben aber auch so eine Wanderung gemacht. Da hatten wir irgendwie auch mal drüber gesprochen, dass Sie sagten, Sie sind auf den Spuren sozusagen der Vertreibung Ihrer Eltern gewandert. Wie bedeutungsvoll war das? Was hat das gemacht mit Ihnen? Das war für mich wirklich ein großes Erlebnis. Ich wusste nicht so sehr von Erzählungen meiner Eltern, die eben relativ wenig darüber gesprochen haben, aber von einem Ausweisbefehl, den ich im Original noch habe und auf Deutsch und Tschechisch. Da werden meine Eltern, meine Schwester und so weiter und andere Familien angeführt, wo drauf steht, dass wir von dort und dort, von Radovens aus, über den Ort
bis an die Grenze geleitet worden sind. Ne? Und da habe ich mir eben eine Tour zusammengestellt, während ich in Böhmen war. Und bin allein, ich wollte absichtlich allein gehen, diesen Weg abgelaufen. Ich hatte wenig konkrete Erinnerungen. Also eine Erinnerung, also wo ich gelebt habe, ich bin in Trautenau geboren, aber in Radovenz aufgewachsen. Und da geht eine Straße ein bisschen den Hügel hinauf. Und die Straße hatte ich, glaube ich, denn das kann mir niemand erzählt haben, in Erinnerung. Das war der 8. Juni, zwei Tage nach meinem 5. Geburtstag. Und es war Sommer, es war sehr heiß. Die Straßen waren nicht asphaltiert, es war damals noch eine staubige Straße. Und da habe ich eben angefangen von der Radovenzer Schule, wo wir gelebt haben, bin ich den Weg gegangen und da habe dann die Orte abgelaufen, die auf dem Befehl angeführt waren. Und das ging dann eben bis an die Grenze. Und unterwegs habe ich hin und wieder mal mit Leuten gesprochen. Einmal, das war ganz interessant, da kam ich an einem Haus vorbei und ich hatte Durst. Und da habe ich gedacht, na, frage ich jetzt oder frage ich nicht? Da saß ein Mann vor dem Haus, habe ich gesagt, ob er ein bisschen Wodka hätte. Und er konnte etwas Deutsch, aber wenig, und hat mir Wasser gegeben. Und ich habe ihm mehr oder weniger erklärt, warum ich das machte. Er hat es verstanden, obwohl er etwas jünger war als ich. Und er sagte, schauen Sie da, hier ist eine Bushaltestelle, hier vor meinem Haus. Wenn Sie ein bisschen warten, kommt der Autobus und da können Sie auch bis Adersbach oder bis an die Grenze fahren. Da habe ich gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ich will zu Fuß gehen, wo wir damals gegangen sind. Es gibt so eine Theorie, die besagt, dass man Heimat sich erarbeiten muss. Würden Sie sagen, dass diese Wanderung, die Sie gemacht haben, dass das in diese Richtung zu interpretieren ist? Es war für mich eine Rückeroberung, auf jeden Fall. Denn ich bin den Weg bewusst gegangen, weil ich mich erinnern konnte und mich vor allen Dingen noch mehr erinnern wollte. Und das war dann auch ganz, ganz sonderbar. Ich bin da an vielen Häusern vorbeigegangen, wo ich niemanden angesprochen habe. Ich bin da einfach vorbeigegangen. Ich habe mir aber vorgestellt, bei der Wanderung, damals, als wir hier durchgegangen sind, im Juni 1945, wer hat da gelebt in diesen Häusern? Waren da noch Deutsche drin? Waren die schon vertrieben worden? Waren da noch schon andere Leute da? Und das habe ich mich gefragt an mehreren Häusern, aber da hatte ich nicht die Courage, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, auch weil ich hätte jetzt sprachlich nicht geschafft und weil das wahrscheinlich zum Großteil Leute waren, die später dort neu angesiedelt worden sind, hätten sie es wahrscheinlich auch gar nicht verstanden. Waren die traurig? Das waren sicher noch Deutsche, wenn die in den Häusern waren. Haben die das mit Angst gesehen, als wir da vorbeigegangen sind? Gegangen, aber in Begleitung von tschechischen Soldaten. Da hab ich schon viel drüber nachgedacht, was da wohl auf der einen Seite wie auf der anderen Seite gedacht wurde. Und das ist eine Erinnerung, die mir manchmal auch immer noch in den Kopf kommt. Ja. Und dann habe ich eine ganz wunderschöne Erinnerung von der Vertreibung. Das war also zwei Tage nach meinem 5. Geburtstag, am 8. Juni. Und da sind, ich weiß nicht, wie viele junge tschechische Soldaten in unsere Wohnung gekommen. Und meine Mutter war wahrscheinlich aufgeregt, was kann man sagen, in einer Stunde Sachen in einen Rucksack zu tun. Und man weiß ja nicht, niemand hatte ja eine Ahnung, was da passieren würde. Ne? Und da war einer dieser tschechischen Soldaten, der hat mich auf einen Stuhl gesetzt und hat mir Strümpfe angezogen, Kniestrümpfe. Ich weiß, es waren ganz bestimmt weiße Kniestrümpfe mit Lochmuster, die kann ich mir noch ganz genau. Und hat mir die Schuhe angezogen und hat geweint dabei. Und das ist auch eine Erinnerung,
die mich immer dazu veranlasst hat und geführt hat, die Tschechen zu mögen, zu lieben. Und ich habe gesagt, wenn nur ein junger Soldat von einer Nation so etwas tut, dann kann ich diese Nation nicht hassen. Unmöglich. Und dann auch unterwegs. Ich hatte eine Puppe bei mir und die wollten mir ständig die Puppe tragen, die habe ich nicht hergegeben. Und dann haben sie mir, ich hatte einen ganz kleinen Rucksack natürlich, den habe ich ihnen manchmal zum Tragen gegeben. Und dann haben sie mir ständig Butterbrote zugesteckt, diese tschechischen Soldaten. Also auch da wieder nur diese nur positiven Erinnerungen. Soweit das Gespräch mit Wolftraut de Concini. Wenn Sie jetzt mehr über die Autorin und Journalistin erfahren möchten, dann schauen Sie gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Und wer uns aus dem Raum Pilsen zuhört, der sei schon jetzt herzlich eingeladen. Im April 2024 werden wir dort, in Zusammenarbeit mit der Westböhmischen Universität Pilsen, die tschechische Übersetzung des Buchs Klaras Schur, die Geschichte einer böhmischen Jüdin, präsentieren. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sagen auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Von Asch bis Zips. 13. Folge: Die Tschechen sind meine Landsleute. Wolftraut de Concinis nordböhmische Wanderung. Eine Episode aus dem Heimatenzyklus von Renate Zöller. Als Gast Wolftraut de Concini. Moderation und Produktion Renate Zöller und Vera Schneider. Aufnahmeassistenz Tanja Krombach. Musik Jasper Libuda. Eine Produktion des Deutschen Kulturforums Östliches Europa 2024.